wenn wir mit Suvi den neuen Haarschnitt von mir bekommen hat. Ponytail, Suvi. Ich habe Bilder des Gewölbes gesehen. Es ist verblüffend, wie groß es ist. Es hat Ihnen also nicht gereicht, sich in der Milchstraße auf vollkommen Fremde zu stürzen? Ich denke, auf Sie würde ich mich überall stürzen. Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Mit Ihnen wird das Leben jedenfalls bestimmt nicht langweilig. Oh, Leben mit neuer Frisur. Ja. Er ist ein Fan von mir, man sieht's. Er hat's mir nachgemacht. Wir haben eine Early Morning Aufnahmesession, wo mir die Sonne sogar noch ins Gesicht scheint. Hier kam die Sonne. Zwei. Sie ist der hellste Stern von allen. Hier kommt die. Okay, wir sind bald fertig geladen. Was machen wir in dieser Episode? Was gehen wir an? Wir gehen zuerst mal zurück auf mein Schiff, die Tempest. Team Assemble for a Thumbnail. Okay, Vetra. Cora. Ah, da hatten wir schon bessere Thumbnails. Warte, ich gehe in die Mitte. Nein, Cora nicht weglaufen. Die laufen beide weg. Okay, dann gehen wir zurück aufs Schiff. Und reden mit der Besatzung. Schauen uns meine schönen Mods an, die ich runtergeladen habe. Sind im Steigflug. Gut. Wird extrem leise, das heißt die ersten Minuten wieder irgendeine Musik reinspielen. Ja, ich edite ein bisschen mehr für dieses Playthrough. Mal schauen, wie viel ich davon hochlade überhaupt. Bibi hat gesagt, dass sie mit Ihnen reden will. Und ich will mit Bibi reden. Ja. Okay. Zuerst reden wir mit Suvi, die einen neuen Haarschnitt von mir bekommen hat. Ponytail, Suvi. Des Gewölbes gesehen. Es ist verblüffend, wie groß es ist. Und wie viel davon haben Sie noch nicht entdeckt? Was, wenn es noch viel größer ist? Wofür ist all dieser Platz gedacht? Ha, für Partys. Ja, es hat kurz mal geleckt. Schaut ganz anders aus, dieses Suvi. Angesichts der Aufgaben, die es erfüllt, könnte es tausende Meilen unter die Oberfläche des Planeten reichen. Oder ihn vollständig durchziehen, wie ein unterirdisches Netzwerk. Das ist natürlich nur so ein Gedanke. Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte, um eine Hypothese über seine Funktionsweise aufzustellen. Die Reliktschöpfer, wer oder was auch immer sie waren, haben etwas vollbracht, das weit über unseren Horizont hinausgeht. Was können Sie mir über die Geißel erzählen? Wir wissen, dass sie kein natürliches Phänomen ist. Irgendjemand hat sie erschaffen. Oder etwas getan, das zu ihrer Entstehung führte. Aus welchem Grund, wissen wir allerdings nicht. Das ist uns immer noch ein Rätsel. Sie arbeiten also eng mit dem Wissenschaftsteam der Nexus zusammen. Ja, ich versuche, in ständigem Kontakt mit ihm zu bleiben, um alles zu besprechen, was wir hier draußen entdecken. Viele Köpfe sind nun mal besser als einer, und Dr. Aridana ist wirklich brillant. Ich arbeite einfach am besten, wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich austauschen kann. Ich bevorzuge, mein eigener Koch zu sein. Lone Wolf Style. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie wir Andromeda von zu Hause aus überhaupt sehen konnten. Mich hat das auch verwirrt. Durch die Verzögerung des Lichts müssten ja alle eintreffenden Daten 2 Millionen Jahre alt gewesen sein. Also habe ich Dr. Aridana gefragt. Und sie hat gesagt, naja, wir haben das nicht mit unserer Tech gemacht. Es war die der Geth. Sie machen Witze. Die Killer-Roboter aus der Milchstraße? Genau die. Die Initiative hat Daten von einem Gitter tief im Weltraum erhalten. Einem Geth-Konstrukt. Aridana sagt, die Geth hätten ein Massenportal nachgebaut und den Transitkorridor zu einem ULG-Sensor umfunktioniert. Einem was? Er funktionierte wie ein Teleskop, nur eben schneller als das Licht und lieferte viel aktuellere Informationen. Wir wissen allerdings nicht, warum die Geth an Beobachtungen außerhalb der Galaxie interessiert waren. Vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Aha, ich habe sehr viel Bahnhof verstanden. Wo
Woher hatte die Initiative überhaupt dieses Wissen? Die Geth sind Isolationisten und feindselig. Ich weiß es nicht, Ryder. Und vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Das heißt, dazu gibt es nicht genaueres, aber... Terraforming. Was wissen Sie über das Terraforming-Netzwerk der Relikte? Soweit ich es sagen kann, dienen die Gewölbe dazu, nahezu sämtliche Faktoren eines Planeten zu regulieren. Sein Klima, den pH-Wert des Bodens, die Zusammensetzung der Atmosphäre. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sie die Entstehung von Leben anregen können. Wenn wir herausfinden, wie man die Gewölbe kontrolliert, könnten wir diese Welten zu perfekten Lebensräumen machen. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Oh, es leckt. Anscheinend ist das der Nachteil dieser Mod. Was meint ihr zum neuen Suvi-Mod? Besser oder schlechter? Wo liegt Medi-Jail? Gallo hat kein Update bekommen. Dem reden wir zum Schluss weiter. Das Spiel leckt ein bisschen. Ausstattungsstation, was haben wir hier Schönes? Ah ja, meine Waffen. Bitter. Das machen wir sowieso, wenn wir zur Mission auch gehen. Ah, ist Bibi nicht direkt hier? Bibi hat ein Upgrade bekommen, es heißt keine Augenbrauen. Was für ein Upgrade. Sie richten sich hier ein? Ja, ich gehe die Sachen aus diesem Gewölbe durch. Wenn ich es schaffe, diese Datenspeicherbox zu knacken, wird sie mir bei einem persönlichen Projekt auf der Nexus weiterhelfen. Das hier ist ein netter, abgelegener Ort, an dem ich in Ruhe vor mich hin basteln kann. Und schlafen kann ich überall. Es ist nicht gerade heimelig, aber genau das gefällt mir. Ich suche nicht nach einem Zuhause. Oh, aber ich werde Ihnen helfen, ein Zuhause für alle anderen zu finden. Zumindest solange ich bei Ihnen bin. Heißt das, Sie sind nur eine vorübergehende Ergänzung meines Teams? Alles ist nur vorübergehend, Ryder. Ich verstehe, Sie wollen wissen, wer auf Ihrem Schiff ist. Also sind Sie hier, um rauszufinden, wie ich ticke, richtig? Ja, sowas in der Art. Okay, ich wurde in einer Blockhütte im ländlichen Teil von Haitiana geboren. Ich hatte einfache, aber liebevolle Eltern, die versuchten... Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorne, Ryder. Warum also sollten wir uns durch meine Lebensgeschichte quälen? Sie können mich da draußen kennenlernen, während wir die Geheimnisse der Galaxie lüften. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich war es leid, zu Hause vor mich hinzugähnen. Ja, reden wir lieber über deine Liebesgeschichte, nicht Lebensgeschichte. Es hat Ihnen also nicht gereicht, sich in der Milchstraße auf vollkommen Fremde zu stürzen? Ich denke, auf Sie würde ich mich überall stürzen. Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Mit Ihnen wird das Leben jedenfalls bestimmt nicht langweilig. Vielleicht muss ich ja nie wieder gähnen. Sie haben alles und jeden, den Sie kannten, zurückgelassen, weil Ihnen langweilig war? Nein, ich kam mit jemandem her, den ich kannte. Aber dann habe ich Sie gelangweilt. Ryder, die Milchstraße war so, da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Und selbst wenn nicht... Irgendjemand hatte es schon gemacht. Wenn es eines gibt, das Sie über mich wissen sollten, dann, dass ich für das Unbekannte lebe. Für das noch nie Dagewesene. Okay. Sie können sich gratulieren. Niemand hat meine Versuche, ihn kennenzulernen, jemals so erfolgreich vereitelt wie Sie. Ja, ich bin die Beste! Spendieren Sie mir irgendwann mal einen Drink. Wer weiß, was dann alles aus meinem Mund kommt. Andererseits, ich brauche Reliktschrott, Reltec, wie ich ihn nenne, für Projekte wie das, von dem ich gesprochen hatte und das Sie nebenbei bemerkt, absolut lieben werden. Wenn Sie mir versprechen, mir alles zu bringen, was Sie erbeuten, beantworte ich Ihnen alle Ihre Fragen. Reltec, hä? Einverstanden. Oh, Katzen Klitsch. Der gehört anscheinend dazu. Mein PC ist gar nicht zu laut, ich habe gelüftet vorher. Ich glaube, er wird sonst den Sommer nicht überleben, wenn ich dieses Spiel über den Sommer spiele. Wen haben wir hier? Lexi. Forschungszentrum. Irgendwo habe ich mir was ercheatet. Da, Pathfinder. Interessant, was haben wir hier Schönes?
Das sind die Level-Ups zu machen. Oh, ich habe keine Lust auf diesen Sachen. Bums, Dings. Arme. Das werde ich mir mal irgendwann auf Episode anschauen. Da habe ich hier schon haufenweise Tarnungen. Forschung. Wo ist, was ich suche? Da steckt mal was rein. Warum nicht? Yay! Toll! Sweeper! Alles sind die Sweeper. Okay. Irgendwas suche ich Spezielles hier. Nicht Lexi. Hier ist. Oh. Alle Bergungsgüter verkaufen mal. Ist das jetzt durchgegangen? Okay. Wo ist das, was ich suche? Reliktschlüssel habe ich mir. Irgendwo ermordet. Relikt. Dechiffrierungsschlüssel. Einen. Lassen Sie. Händlerobjekte. Auswahl. Habe ich mir jetzt alle gekauft? 1000 jetzt da. Sehr schön, sehr schön. Handel bestätigen. Jetzt habe ich sie. Dann muss ich nie wieder diese Puzzles machen. Das ist das Wichtigste. Das werden wir uns extra anschauen. Wir spielen ja nicht auf härteste Schwierigkeit. Yo, Cora, was geht ab? Ryder? Was haben Sie gemacht, während Sie Teil des Asari-Militärs waren? Ich war 4 Jahre bei einer Eliteeinheit, die sich Talanes Töchter nannte. Sie war Teil des speziesübergreifenden militärischen Integrationsprogramms des Rates. Ich schätze zwar, sie hatten beim Schutz des Arcturus-Portals eine aufregendere Zeit. Aber wir haben etwas Gutes getan. Selbst im Asari-Sektor war die Sicherung des Friedens ein Fulltime-Job. Wie war Ihre Eliteeinheit so? Janae und ich waren die Frischlinge. Tatis war unsere erfahrene Scharfschützin. Kalia hat uns zusammengeflickt und Valenza hat zwischen den Gefechten gebetet. Unsere Kommandantin Nisira hat uns durch den gesamten Athenennebel und noch weiter geführt. Die Arbeit einer Jägerin hört nie auf. Wer würde sich denn mit der mächtigsten Spezies der Galaxie anlegen? Vor allem sie selbst. Terroristen, Kulte, abtrünnige Adat Yakshi, Dissidenten, die eine Abspaltung von der Citadel forderten. Die Asari sind schon durchs All gereist, als bei uns gerade das Römische Reich entstand. Trotzdem haben auch sie Probleme. Und dafür gibt es die Eliteeinheiten. Sie waren doch bei der Allianz, bevor Sie Jägerin wurden, oder? Wieso hatten Sie sich verpflichtet? Wegen meiner biotischen Fähigkeiten. Ich habe noch auf dem Frachter meiner Eltern gelebt, als sie sich zum ersten Mal gezeigt haben. Eine ungeschulte Biotikerin auf einem Raumschiff ist gefährlich. Aber wir konnten uns keinen Lehrer leisten. Die Allianz bot mir Implantate, eine Ausbildung, alles. Aber das ist Schnee von gestern. Sie sind dran. Erzählen Sie mir doch nochmal, was Sie nach Andromeda geführt hat. Ich hatte Jahre damit verbracht, zuzusehen, wie Pioniere die Arcturus-Massenportale durchquerten, um Ruhm zu erlangen, während ich zurückblieb. Dann ist die Karriere meines Vaters den Bach runtergegangen. Niemand wollte sich die Finger an seiner KI-Forschung verbrennen. Ich habe davon gehört. Das muss für Ihre Familie alles verändert haben. Es war Zeit, meine eigene Geschichte zu schreiben, zu neuen Horizonten aufzubrechen und Sarah die Möglichkeit zu geben, die Entdeckung ihres Lebens zu machen. Also Andromeda. Die Raiders. Keiner von ihnen denkt jemals in kleinen Dimensionen, oder? Nach 4 Jahren bei den Asari-Elite-Einheiten haben sie doch bestimmt ein paar spannende Kriegsgeschichten zu erzählen, oder? Nisira hat mal einen kroganischen Warlord mit einem Satz Spielkarten getötet. Mit Spielkarten?
Man kann offenbar daran ersticken. Wow. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elitesoldatin für mich? Ich habe Janae immer gemocht. Sie war erst 200 Jahre alt und mit mir in der Einheit war sie nicht mehr die Kleine. Sie war ein biotisches Wunderkind. Einmal hat sie ein Flugabwehrgeschütz aus der Verankerung gerissen und damit ein paar Sklavenhändler zermalmt. Autsch. Sie haben nicht lange gelitten. Janae war eine gute Freundin. Vielleicht ist sie das immer noch. Auch wenn sie mit Sicherheit keine Kleine mehr ist. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elitesoldatin für mich? Im Moment nicht. Aber vielleicht fällt mir ja später noch irgendwas Spannendes ein. Sind Sie mit jemandem hierher gekommen? Vielleicht mit jemandem, mit dem Sie gedient haben? Ich hatte meinen Spaß, wenn wir mal Landgang hatten. Aber das war nie etwas Ernstes. Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen, nicht um mich zu verlieben. Genau genommen sind Sie jetzt nicht mehr beim Militär. Ihnen entgeht auch nichts, oder? Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Ja, willkommen in Mass Effect, wo haufenweise Besatzung da ist, weiblich oder männlich, und jeder Single ist, komischerweise. Nur in diesem Spiel. Wir haben also eine neue Passagierin. Sie meinen Phoebe? Ja, und sie hat sich entschieden, sich in einer der Rettungskapseln einzurichten. Man muss keine Psychologin sein, um daraus zu schließen, dass da jemand Bindungsängste hat. Das war's. Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Angst vor Konkurrenz, Lexi? Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich brauche nur ein Baby. Ja, bei meinem ersten Mal. Ich habe nur einmal durchgespielt, aber da habe ich auf jeden Fall Baby geromanced. Mal schauen, was ich dieses Mal mache. Wahrscheinlich das gleiche wie in Elex. Ja, yeah, falls euch das was sagt. Aber noch nichts spoilern. Okay, reden wir uns weiter durch. Die Sonne blendet mich ihr zu viel für Action und Combat. Ich sehe in einem Wetter. Rumzubasteln fühlt sich an wie frühe Hirnchirurgie. Man stochert herum und hofft. Solange das Gewölbe uns dabei hilft, hier zu leben, ist mir egal, wie es das macht. Es macht es großartig. Ich bevorzuge Tech mit freiliegenden Bolzen. Wenn du es nicht aufmachen kannst, gehört's dir nicht. Hey, Ryder. Was gibt's? Ich finde, wir haben hier eine gute Truppe zusammen. Meinen Sie nicht auch? Und ob. Vetra und Suvi sind meine Mädchen. Sie kommen gut miteinander aus und respektieren sich gegenseitig. Phoebe steckt so voller Energie. Ich mag sie, aber sie ist echt anstrengend. Und was die Leute von der Hyperion betrifft, unser Doc ist ziemlich neugierig, Liam für jeden Spaß zu haben und Cora, sie hält sich etwas zu sehr an die Regeln. Wir brauchen Regeln, um hier zu überleben. Hey, ohne Vielfalt wäre das Leben doch langweilig, oder? Unterschiedliche Ansichten sind die Basis für gesunde Diskussionen. Was ist mit Kello? Er ist ein Pilot. Und das heißt? Er fliegt das Schiff. Und mehr haben Sie über ihn nicht zu sagen? Oh, kann ein Pathfinder nicht damit umgehen, in einer Sackgasse zu stecken? Ich habe gehört, wir hätten es Ihnen zu verdanken, dass die Tempest so schnell einsatzbereit war. Vetra kommt immer zu mir, wenn sie ein Wunder braucht. Und mich hat es unter den Fingern gejuckt, diese spezielle Aufgabe zu übernehmen. Ich war sowas von bereit dafür. Erzählen Sie ihr das nicht, aber ich frisiere die Berichte, damit sie schneller vorliegen. Und reiße mir dann heimlich den Arsch auf, um es auch hinzukriegen. So wird die Legende von Gil immer größer. Außerdem strahle ich Ruhe und Sicherheit aus. Dadurch entspannt sich das Team und kann seine eigenen Arbeiten besser erledigen. Ja, ja. Gott sei Dank haben wir Jill im Team. Jill. Valentine. Wäre mir lieber. Wie schwer war es, all diese Monate auf der Nexus? Haben Sie je übergarte Weltraumkuhzunge gegessen? Nur Stiereier. Nicht, dass ich wüsste. Schade.
Dann hätten Sie nämlich einen ungefähren Vergleich. Man fragt sich ständig, ob man durch eine kritische Fehlfunktion sterben oder verhungern wird. Und malt sich aus, was wohl schlimmer wäre. Aber hey, wenn einem Angst und Langeweile mal zu viel werden, kann man sich immer noch damit trösten, Teil des größten Fehlschlags in der galaktischen Geschichte zu sein. Oder vielleicht auch bei einer Revolte mitmachen. Wie war Ihre Einstellung dazu? Ich habe keine Wetten platziert, falls Sie das meinen. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass sie irgendjemandem gut getan hat. Egal auf welcher Seite man steht, wenn ein Bruder oder Teammitglied plötzlich zum Feind wird, stirbt dabei auch immer ein kleiner Teil von einem selbst. Wir sind so weit gereist, voller Hoffnung und Vorfreude, nur um dann im Kampf um ein paar Reste übereinander herzufallen. Das ist einfach traurig. Haben Sie hier eigentlich viele Freunde? Naja, ich bin ein witziger Typ, also kenne ich auch eine Menge Leute. Allerdings lasse ich nicht allzu viele an mich ran. Meine einzige echte Freundin ist auf der Nexus stationiert. Sie ist alles, was ich aus der Milchstraße mit hierher genommen habe. Wenn Sie und ich uns erstmal besser kennen, erzähle ich Ihnen bestimmt noch öfter von ihr. Oh, was ist das für eine eigene Frage? Haben Sie viele Freunde? Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Nein, Mann. Und hier mit dem restlichen Team noch reden. Das ist dann glaube ich, alles. Mehr gibt's hier nicht. Okay, Petra. Mit guter Rüstung. Terraforming, Atmosphärenwandler, Gravitationsschächte, alles vernichtende Mörderblasen. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was in Helios auf uns zukommen würde, was? Hat sie gerade gesagt, Mörderblasen? An die kann ich mich nicht erinnern. Irgendjemand muss es gewusst haben. Vielleicht hat man es uns einfach nicht erzählt. Wusste Ihr Vater es? Ich bin mir nicht sicher. Ich will einfach nur sagen, ich hoffe wirklich, Sie haben einen Plan, Ryder. Der Plan hat sich nicht geändert. Wir müssen ein Zuhause finden und wir werden alles tun, was dafür notwendig ist. Ich mag Ihre Entschlossenheit. Sie gibt mir das Gefühl, dass wir es tatsächlich schaffen können. Ich meine, was bleibt uns auch anderes übrig? Die Alternative ist, es nicht mal wert, darüber nachzudenken. Sie waren auf der Nexus, als es zu der Revolte kam? Ja. Wenn den Leuten goldene Welten versprochen werden und sie dann nur einöden und eine tödliche Wolke kriegen, kommt es nun mal zum Aufstand. Einige wollten wieder nach Hause, andere verlangten Antworten. Und ein paar wollten einfach nur randalieren. Und Sie? Es gab Tage, an denen ich mich schon gefragt habe, ob die Exilanten nicht recht hatten. Ob unsere ganze Reise hierher nicht einfach nur Verarsche war. Aber wieso sollte die Initiative derartige Mühen auf sich nehmen, nur um uns reinzulegen? Wissen Sie, was der Trick dabei ist, andere zu betrügen? Man weiß immer etwas, das sie nicht wissen. Nur deshalb funktioniert der Betrug. Wenn ich mich also für eine Seite entscheiden muss, wähle ich die Lügner. Sie hatten von Ihren inoffiziellen Quellen gesprochen. Was meinten Sie damit? Wir haben jede Menge Dinge von zu Hause mitgebracht. Einiges davon war mit Initiative gekennzeichnet, anderes war in Privatbesitz. Das heißt, es gibt hier draußen so gut wie alles, was man sich vorstellen kann. Man muss einfach nur rausfinden, wer etwas hat und was er dafür will. Es kann unmöglich so einfach sein. Ist es aber. Die meisten Dinge sind einfach, wenn man sie erstmal durchschaut hat. Wie haben Sie von der Andromeda-Initiative erfahren? Die Kurzversion? Durch Cash. Sie war auf der Suche nach einigen experimentellen Schiffsmods und ich wusste, wo sie zu finden waren. Ich dachte eigentlich, es wäre ein einmaliger Deal, aber sie kam wieder. Einmal, zweimal. Irgendwann ist mir dann klar geworden, dass da etwas vor sich geht. Etwas Großes mit jeder Menge Creds dahinter. Also habe ich Cash gefragt und sie hat mir von der Initiative erzählt. Eine neue Galaxie, ein neues Zuhause. Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Auf diesem Schiff. Wo sonst? Oh, Liam mit neuer Frisur. Ja? Er ist ein Fan von mir, man sieht's. Er hat's mir nachgemacht. Ah, verdammtes Copycat. Was geht ab, Bro? Ich höre. Ich
Ableum in mich verwandelt hat. Mirror on the wall. Wie sind Sie eigentlich hier gelandet? Erzählen Sie mir von sich. Okay, ich war ein schlechter Schüler, ein lausiger Polizist und ein guter Krisenhelfer. Hatte ein gutes Leben, aber das war mal. Ich wollte nicht neu anfangen, sondern groß rauskommen. Sie waren erst Polizist und dann bei den Spezialeinheiten. Aber beides nicht sehr lange, was? Für Jura fehlte mir die Geduld, also habe ich es als Polizist versucht. Vater wusste gleich, das wird nichts. Aber so kam ich zu Hassel. Die nehmen eigentlich nur Veteranen und Ex-Soldaten. Das waren die besten Jahre meines Lebens. Sie haben Ihren Platz gefunden. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Das war mir klar. Und es hat mich glücklich gemacht. So bin ich hier gelandet. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Sie fehlt mir. In manchen Nächten weint man eben, oder? Tun das nicht alle? No. Mutter Joelle, Vater Kelvin, beide Anwälte, haben sich auf der Citadel kennengelernt und auf der Erde niedergelassen. Keine Brüder oder Schwestern. Das wäre auch zu viel gewesen. Alles ganz traditionell. Was ist mit Ihnen? Traditionell ist ein seltsames Wort für Familie. Wie normal. Was soll das denn heißen? Ich schätze, Sie haben recht. Ich hab's wohl nicht so mit Traditionen. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet und bin nach Andromeda geflogen. Reden wir später weiter. Alles klar. It's my biggest fan, Liam. Verdammt, wir schauen uns jetzt ähnlich. Was habe ich getan? Monster. Okay. Oh, nein. Kriege ich die Aufnahme? Ja, okay, okay. Okay, wieder zurück. War das die ganze Besatzung? Ich glaube, ein Krogianer fehlt mir noch. Und dann eine Katzenmischung mit Fischen. Katzen-Fischmischung. Was auch immer das sein soll. Ah, Katze Manta Ray, sowas in die Richtung. Ah, ja, Keller. Diese Reliktgewölbe, all diese Geheimnisse. Irgendwann muss ich auch mal eines erkunden. Stellen Sie sich mal vor, wie es wäre, durch eines hindurchzufliegen. Das wäre eine echte Herausforderung. Hey, Gil, räumen Sie nach der Reparatur der Sensorkonsole auch mal irgendwann auf? Nein, das ist ein neues Design. Ein neues Design? Ohne ausgebildete Crew? Ich bin ausgebildet und alles funktioniert einwandfrei. Seien Sie nicht so verkrampft. Ist alles okay? Was? Oh ja, alles bestens. Nur keine Sorge. Was? Okay. Du und Gil seid beste Freunde, ich verstehe. Oh, Black. Oh, das eine Mod war anscheinend zu viel. Das. Ich ercheate mir alle Kisten von jetzt. Der Feind, was ist das? Sturmgewehr, Sturmgewehre. Falken. Ah, habe ich das andere noch nicht erstellt. Ach, wo ist der mit der Falken? Hier mit der Falken. Lauf, lauf, lauf. Rüstung, was Neues, das mache ich alles mal anders. Das Fleisch gefällt mir gerade gut. Okay, okay, okay. Kann ich mein Team auswählen? Leite Sinkflug ein. Kann ich nicht mein Team auswählen? Nein, anscheinend nicht. Hopp, 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 da ist die Pose, ja. Ah, oh, oh, sehr cool, sehr cool. Gott sei Dank, wenn dann das. Ich schau mal, wo ich mein Team ändern kann. Das sieht nach Bergungsgut aus. Und es ist neu. Höchstens ein paar Tage alt.
Vielleicht stammt es ja von diesem Kerl im Relais-Turm oder von seinen Freunden. Ausstattung. Terminal. Okay. Trop hier. Dann bin ich übersprungen. Bring mir Bibi. Yeah. Hat Cora kurz andere Haarfarbe gehabt? Hey. Sehr schön, sehr schön. Ein Team biotische Fähigkeiten. Ich sollte noch schnell Bibi ein paar Punkte geben. Invasion ziehen. Oh, ab der mit Sonne. Was ist das? Sagt mir gar nichts, einfach ziehen. Alles in ziehen. Radius. Bam. Nova. Und da bin ich. Werfen. Kannst du herziehen? Nehmen wir lieber Radius. Das ist nicht die Singularität wieder. Verdammt, das Spiel ist wieder leiser. Wo ist mein Radio? Schauen, was ich machen will hier auch. Das letztens nicht funktioniert. Abbauen interessiert mich gar nicht. Erinnerung. Hauptmission dann. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Ja. Vergessen Ende. Sie die Jetpacks des Nomad nicht. Damit überwinden Sie die meisten Hindernisse. Wenn Sie mehr Saft brauchen, können die Booster Sie beschleunigen und aus der Gefahrenzone bringen. Danke, ich weiß. Wir gehen jetzt mal zu... Eine weitere verstorbene Kolonistin. Wo? Ah. Achso, ist dann auf der ganzen Map verteilt. Oh, Gott sei Dank. Aventi, Tegan C. Die Strahlung hat sie getötet. Oh, auf der ganzen Map verteilt. Die werden wir wahrscheinlich nicht alle finden. Kampfbereit machen! Ja. Machen wir uns kampfbereit dann. Oh. Was ist das? Beobachtet. Und das für eine fette Explosion. Die Systeme sind offline. Ich bin den Nomad. Das ist auch nicht verbessert. Gute Arbeit. Okay. Was auch immer Gott so vernichtet hat. Nein. Wie viele Fights werden wir diese Episode nicht angehen? Das ist mehr eine Talk-to-Talk. Oh, kein Geländemodus. Ich hacke mit Moss. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten.
Abbauzone. Datenschlüssel. Technikexperte Aman Kutari. Getötet von dem, was er erforscht hatte. Weißt du, wen wir noch nicht gefunden haben? Die Chefingenieurin. Okay, vielleicht werden wir doch alle finden. Ich glaube, ich habe in der letzten Episode aufgehört zu suchen in dem Lager und ich habe auch niemanden dort gefunden dort. Sie scheinen gegen einen Kroganer zu kämpfen. Ist das Drag? Wie weit unter mir? Fahren wir mit dem Auto rüber. Lebenserhaltung ist stabil. Gut, gut, gut. I'm back into the Nomad. Gleich mal eine Singularität rein. Sehr schön, Kleiner. Weiter so. Hopp. Ich bin schon in Deckung, keine Sorge. Ich brauche bessere Singularität. Abklingzeit! Nicht schlecht! Ich bin beeindruckt! Danke, danke. Alles, was ich haben will. Und dass jemand stolz auf mich ist. Wie ist der daneben gegangen? Nicht übel. Oh, ich sterbe. Deckung Rider. Oh, Sonnenlicht. Verdammt, wo ist der Sweet Spot? Ich glaube, das war's. Nein, da lebt noch wer. Nicht übel. Ich habe genau ein little bit of a Fenster Sweet Spot, wo ich nicht geblendet werde. Können Sie laut sagen? Sie wissen sich zu wehren, Kleiner. Und ich habe gehört, Ihnen hätten wir es auch zu verdanken, dass der Himmel sich aufgeklärt hat. Ich hatte Sie völlig falsch eingeschätzt. Die Wolken haben sich verzogen. Und diese Kette sehen ziemlich hinüber aus. Vielleicht können wir Menschen doch einen Beitrag leisten. Also Sie auf alle Fälle. Aber es gibt noch viel zu tun. Bevor ich eine derartige Selbstgefälligkeit für angebracht hielte. Wissen Sie was? Ich werde mein Bauchgefühl ignorieren und mich Ihnen anschließen. Das war ein guter Kampf und sowas lässt sich bestimmt wiederholen. Und bevor Sie jetzt sagen, dass Sie keinen Kroganer brauchen, glauben Sie mir, Sie brauchen einen. Die ersten Kolonisten haben Audiologs über diese Regionen zur Nexus zurückgeschickt. Und? Windhauchbecken. Geringste Strahlungswerte im gesamten Gebiet. Ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht mehr als nur ein Schimmer. Hier werden wir unsere neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereite Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt.
Was sagen Sie dazu? Militär oder Wissenschaft? Der Pathfinder entscheidet. Aber Forschung ist sinnlos, wenn wir tot sind. Militär. Das Rätsel um die Relikte kann man nicht mit Waffen lösen. Wissenschaft, was sonst? Beachten Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert. Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und Ihre Pläne in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so einen großen Impact haben wird. Aber Militär macht für mich selber mehr Sinn. Ein Militäraußenposten. Wir müssen unsere Leute gegen die Cat und andere Feinde verteidigen. Befehle vorbereitet. Bereit auf Ihr Signal. Rubber. Andromeda-Initiative, hier spricht Ryder, der Pathfinder. EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. August Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister. Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen. Es war die Arbeit vieler. Ohne Sie wären wir nie so weit gekommen. Das weiß ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Das hat uns gefehlt. EOS ist bei weitem keine goldene Welt. Aber zumindest lässt sie sich jetzt verteidigen. Für sie haben sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Was ziehen Sie hier ab? Ist es plötzlich vorteilhaft, meine Freundin zu sein? Ja, vermutlich. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft, aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Haben Sie schon eine weitere Spur? Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. Vor allen außer Ihnen nehme ich an, Sie sind aufrichtig. Ich weiß, weshalb ich hier bin. Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet sie Tan auf der Nexus. Sie große Fußstapfen. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Wir haben alle die gleichen großen Fußstapfen. Liegt sicher an der Rüstung, oder? Machen wir ein Muster. Naja, oder auch nicht. Oh, ich finde den Sweet Spot nicht, wo ich mich aufhalten kann. Da gehen wir hin und dann machen wir die anderen Missionen da weiter. Oder das Reden in den nächsten Folgen. Gib mir meinen Nomad. Ich will meinen Nomad. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Lass mich einsteigen. Okay. Ja, will mal darüber kommen. Hier ist ein Tunnel. Nehmen wir den Tunnel. Verdammt, die Sonne blendet.
weiß nicht, warum ich hier lieber im Dunkeln spiele. Mm. Ja, die helfen viel. Beute aus unseren Außenposten und eine Archenrettungskapsel. Wo haben Sie die denn her? Das spielt keine Rolle. Sie werden sie jedenfalls nicht behalten. Wir müssen sie aus der Nähe scannen. Ich sehe gar nichts hier drin. Verdammt, ich sehe gar nichts. Absolut gar nichts. Das schaffst du schon, Team. In einen Gegner. Sie haben sie offenbar gefunden, während sie durchs All getrieben ist und dann hierher gebracht. Ich kann ihre Ursprungsposition nicht bestimmen, Pathfinder. Aber die Arche könnte noch intakt sein. Wie die Hyperion. Hoffen wir's. Verdammt, ich sehe gar nichts in diesem Tunnel drinnen. Ich habe die Höhlen hier noch nie gemocht. Zu viele Karkens, die einem in den Schlafsack krabbeln. Falls nötig, könnten diese Höhlen den Leuten eine sichere Zuflucht bieten. Ich behalte die Ecken im Auge. Warnung, extreme Strahlenbelastung registriert, Pathfinder. Sag mir bloß, dass ich da nicht rüberkomme. Ich habe schon mehr als genug Einöden gesehen. Wo sind die Feierlichkeiten, weil wir es geschafft haben, hier zu leben? Sobald wir wissen, was für Jahreszeiten es hier gibt, wird es auf Eos auch Feiertage und Urlaube geben. Ich versuche mir vorzustellen, was alles möglich wäre. In 50 Jahren machen die Leute hier vielleicht Ferien am Strand. Die habe ich gerade. Ich glaube, das ist tödliches Gebiet. Darf ich gar nicht rein. So, jetzt da. Was sagt die Karte? Links drüben und rechts drüben ein Fragezeichen. Ich darf da einfach nur nicht rausgehen, aber... Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ich war schnell genug. Links drüben. Ist der so riesig? Verdammt. Anscheinend darf ich nur links hin. Ich denke mal, meine X-Taste ist der Boost. Smooth Rider, smooth. Smooth Sailing. Vivi und Cora werden wirklich beeindruckt sein. Ich glaube nicht, dass ich da raus kann. Nein. Können wir nicht. Oh, was ist das? Ah ja, ich weiß schon. Das kommt dann als nächstes bald dran. Zurück teleportieren kann ins Lager. Na, Reise, passt sehr schön, dann ist die Episode hier vorbei, bevor ich noch zu Tode geblendet werde. Oh, verdammt. Verdammt, Sonne. Wir aussteigen. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs.
Perfekt geparkt. Lebenserhaltung ist stabil. Schon Mädels. Ja, auch ein Thumbnail hier. Bibi. Zur Klippe. Fürs Thumbnail. Okay, dann machen wir nur ich und Cora. 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 Bibi. Thumbnail. Komm. Okay, das reicht vielleicht. Ah, wir wollen keine Thumbnails. Cora will wieder ein Thumbnail. Last episode vorbei. Peace out.